Das erste, was dieser Spieler macht, nachdem er das Spiel gestartet hat, ist erst einmal die Cheatbox mit Shift STRG plus C zu öffnen, um sich Geld zu ercheaten. Bei diesem Spieler wird alles ercheatet. Den Sims geht es schlecht? Kein Problem. Shift-Klick auf dem Sim und die Bedürfnisse des Sims werden wieder aufgebaut. Dieser Spieler liebt es, seine Sims zu quälen und die Abgründe von Sims 4 zu erkunden. All die Sachen, für die man im normalen Leben ins Gefängnis kommen würde, probiert dieser Simmer in Sims 4 aus. Dazu gehört normalerweise seine Sims im Pool ertrinken lassen, seine Sims in einen Verlies einsperren, ohne Essen und Trinken, oder der Klassiker, ein Feuer anfachen, was die Sims tötet. Dieser Spieler ist sehr ehrgeizig, was seine Sims angeht. Er maximiert alle Fähigkeiten seiner Sims, vollendet alle Bestreben und spielt die Karriere seines Sims vollständig durch. Diese Spieler leben ihr ideales Leben in Sims 4. Zum Beispiel, das bin ich, Lena Maria. Und in Sims 4 ist mein Mann Ryan Gosling, der unsterblich in mich verliebt ist. Wir leben gemeinsam in unserer 1,2 Millionen Simoleon-Villa. Dieser Spieler spielt gerne Familien, oftmals auch für mehrere Generationen die gleiche. Er hat kein Problem mit den alltäglichen Aufgaben im Haushalt, wie dem Geschirrspülen oder dem Müll rausbringen. Nein, vielmehr macht es diesem Spieler sogar Spaß, diese auszuführen. Sie lieben es, ihre Sims aufwachsen zu sehen. Zwei Worte. Wicked Wimps. Muss ich mehr dazu sagen? Dieser Spieler spielt die Sims 12 Stunden lang am Stück und dann für die nächsten 3 Monate gar nicht mehr. Dieser Spieler ist gelangweilt von Sims 4 und sucht nach Wegen, Sims 4 endlich wieder interessant für ihn zu machen. Dazu probiert er jede Challenge aus. Zum Beispiel die Cold Challenge, die Asylum Challenge, die Gold Digger Challenge und die Dedicates Challenge. Dieser Spieler verbringt Stunden in Cars, um das Aussehen seines Sims bis in das kleinste Detail zu perfektionieren. Er probiert 100 verschiedene Frisuren und verschiedenes Make-up aus. Danach baut dieser Spieler stundenlang das perfekte Haus und dekoriert jede Ecke des Hauses, bis alles perfekt ist. Doch dieser Spieler ist bereits so ausgebrannt vom Erstellen und Dekorieren, dass er gar nicht mehr dazu kommt, das Spiel überhaupt zu spielen. Und dann hört er einfach auf. Dieser Spieler schafft es tatsächlich in Sims 4 etwas zu bauen, was anders aussieht als ein Quadrat mit Dach obendrauf. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass diese Spieler das gleiche Spiel spielen wie ich, aber sie bauen Häuser, von denen ich nur träumen kann. Sie bauen Stunden oder Tage an ihren Häusern und bauen die ausgefallensten Kreationen. Ich bin extrem eifersüchtig auf euch. Welcher Spieler seid ihr? Lasst es mich wissen in den Kommentaren.